Na doch, kennen wir schon. Saren hat das Ziel eliminiert. Aber ich hatte gesehen, wie er operiert, ohne Gewissen, ohne Zögern. Sie scheinen nicht besonders viel von Harkin zu halten. Der Kerl ist vor 20 Jahren dem Zitadell-Sicherheitsdienst beigetreten und seitdem hat er unser Volk ein ums andere Mal blamiert. Er misshandelt Gefangene, besticht Zeugen, nimmt Alkohol und Drogen. Die Botschaft hat sich immer vor ihn gestellt. Aber jetzt war das Maß wohl voll. Er ist ein schmieriger Mistkerl. Man hätte ihn schon vor langer Zeit außer Gefecht setzen sollen. Er war einer der ersten menschlichen Offiziere bei der Zitadell-Sicherheit. Okay. Es wäre wohl peinlich gewesen, ihn zu feuern. Es wurden eine Menge hässlicher Deals ausgehandelt, um ihn im Dienst zu halten. Politik kann manchmal ein richtig dreckiges Geschäft sein. Aber seine Zeit scheint endlich gekommen zu sein. Es sind jetzt genug Menschen in der Zitadell-Sicherheit. Er muss nicht mehr gedeckt werden. Ich dachte, die Aufgabe der Botschaft sei, allen Menschen zu helfen. Harkin ist zwar ein Mensch, aber auch ein großes Arschloch. Er hatte mehr als genug Chancen. Wenn die Botschaft ihn nicht gedeckt hätte, wäre er schon vor 15 Jahren gefeuert worden. 15 Jahre? Der Zitadell-Sicherheitsdienst hat keine Verwendung mehr für ihn. Ich möchte mehr über die Spectres erfahren. Sie sind keine typische Regierungsabteilung. Sie arbeiten allein und meistens im Verborgenen. Sie kümmern sich um die Probleme, die der Rat nicht lösen kann. Es ist nicht ganz einfach, für Frieden in der gesamten Galaxis zu sorgen. Der Rat bevorzugt die Mittel der Diplomatie und der Verhandlungen. Okay. Aber manchmal reichen diese nicht aus. Wie legen Sie fest, wer ein Spectre werden kann? Man kann sich nicht einfach für diesen Job bewerben. Es gibt kein Trainingsprogramm. Man wird nicht zum Spectre ausgebildet, sondern geboren. Der Rat ist immer auf der Suche nach außergewöhnlichen Persönlichkeiten. Leute, die einen Job erledigen können, wie Sie. Auch Sie stehen vielleicht schon seit Jahren unter Beobachtung. Sie haben Ihr Talent erkannt. Deshalb will man Sie für die Spectres haben. Nihlus sollte eine letzte Beurteilung über Sie abgeben, aber jetzt ist er tot. Okay. Keiner weiß, wie es weitergeht. Wie sieht die Kommandostruktur aus? Es gibt keine Kommandostruktur. Jeder Spectre ist direkt dem Rat verantwortlich. Manchmal werden sie auf Spezialmissionen geschickt und manchmal agieren sie auf eigene Verantwortung. Sie operieren oft hart an der Grenze des Gesetzes. Sie tun alles, um ihr Ziel zu erreichen. Und der Rat stellt sich in diesen Fällen blind. Okay. Die Spectres haben viel Macht. Aber was Schipper. Ist? Was passiert, wenn ein Spectre außer Kontrolle gerät? So wie Saren? Das passiert nicht allzu häufig. Der Rat wählt die Kandidaten sehr umsichtig aus. Aber wenn etwas schiefläuft, gibt es üblicherweise nur eine Lösung. Sie senden einen anderen Spectre, um den außer Kontrolle geratenen Agenten auszuschalten. Das klingt sehr nach einem Geheimdienst. Die ganze Organisation ist hochgeheim. Wir wissen noch nicht einmal, wie viele es von ihnen gibt. Nach neuester Schätzung der Allianz sind es weniger als 100. Aber der Rat ist auf sie angewiesen. Sie sind die Top-Agenten des Rates. Sie sind die Schlüsselfiguren in Krisenfällen. Die letzte Option vor einem offenen Krieg. Die gesamte Galaxie hat Angst und Respekt vor ihnen. Wo immer ein Spectre auftaucht, passiert irgendetwas von großer Bedeutung. Erzählen Sie mir bitte mehr über Balafon. Bala ist ein Experte im Verschieben von großen Geldmengen, ohne eine Spur zu hinterlassen. Er ist ein Finanzgenie. Er macht nichts ausdrücklich Illegales. Aber er kennt alle Schlupflöcher. Seine Kundenliste ist beeindruckend. Botschafter, Diplomaten und so weiter. Vermutlich deswegen hat der Shadow Broker mit ihm gearbeitet. Erzählen Sie mir mehr vom Shadow Broker. Er ist der Blutegel der galaktischen Politik. Der Kauf und Verkauf von Informationen ist Teil des politischen Spiels. Und der Shadow Broker ist der beste Spieler von allen. Er verkauft immer an den höchsten Bieter. Und er lässt sich nie persönlich involvieren. Er ergreift niemals Partei. Ein einfaches System. Aber es funktioniert. Er stellt keine Bedrohung dar, zumindest keine direkte. Er ist nur eine Informationsquelle für alle. Oder sie ist es. Oder sie alle. Keiner kennt die wahre Identität. Ich muss jetzt gehen. Viel Glück, Shepard. Sie finden mich im Büro des Botschafters, falls Sie noch was brauchen. Plus 10. Das ist es. Das Herz der Zitadelle. Der Gipfel galaktischer Macht. Wenn man zu viel darüber nachdenkt, wird einem ganz schwindelig. Pseudo
Tralali, tralalu. Das kommt immer extra cool zu sein. Wahnsinn. Korban, was machst du da? Dieser Kerl hat irgendetwas vor. Was? Oh nein! Ich wollte nicht! Schon gut. Also, was kann ich für Sie tun? Warum interessieren Sie sich so brennend für die Keeper? Keeper? Ich habe gar kein Interesse an den Key. Raus mit der Sprache. Ich weiß, was ich gesehen habe. Ich glaube nicht, dass ich mit Ihnen darüber sprechen sollte. Wir wollen uns doch nur unterhalten. Wo ist da das Problem? Nein, ich kann es Ihnen wohl erzählen. Ich verwende kleine Scanner, um Signale von den Keepern zu speichern. Bis jetzt habe ich keine deutlichen Resultate erhalten. Ich komme nur schwer an Sie heran. Und warum haben Sie so ein Geheimnis daraus gemacht? Nun, technisch gesehen sind wir angehalten, die Keeper nicht zu stören. Ich persönlich glaube nicht, dass die Scans die Keeper stören. Aber die offiziellen Stellen könnten das anders sehen. Ich würde gerne etwas freier arbeiten, aber ich will nicht riskieren, verhaftet zu werden. Ich könnte Ihnen helfen. Die offiziellen Stellen machen mir keine Sorge. Aber ich kenne Sie ja gar nicht. Stimmt. Ich bin Commander Shepard vom Militär der Allianz. Ich denke schon, dass ich Ihre Hilfe gebrauchen könnte. Das hier werden Sie brauchen. Das ist der Scanner, den ich entwickelt habe. Aktivieren Sie ihn, wenn Sie einem Keeper begegnen. Alle so gesammelten Daten werden automatisch auf meine Datenbank überspielt. Ich würde Ihnen sogar für erfolgreiche Scans ein paar Credits überweisen. Was machen Sie mit den Daten nach dem Scannen? Ich versuche, so viel wie möglich über die Keeper herauszufinden. Wir sehen sie überall arbeiten, aber wir wissen nur sehr wenig über sie. Ich bin Wissenschaftler. Verstehe. Ich möchte herausfinden, wie sie funktionieren. Dann sollte ich aufbrechen. Ja, ich selbst habe auch viel zu tun. Bis dann. Und viel Glück beim Scannen. Haben kann. Scannen. Wie viele braucht man eigentlich von denen? Hallo. Nein. Yay, no Keeper. Commander. Was? Kannst alles durchsuchen? Aber ich glaube, ihr werdet dann nochmal eine kurze Pause einlegen. Weil, ne, wie gesagt, ist schon sehr viel Datenmaterial. Man muss eine Menge Stufen bewältigen, um den Rat zu erreichen. Was? Ob das Laberst du? Für seine Wichtigkeit ist? Tim Ernst! Ich mag diesen Brunnen. Sehr beruhigend. Na bitte, halt zusammen. Man muss eine Menge Stufen bewältigen, um den Rat zu erreichen. Ob das wohl symbolisch für seine Wichtigkeit ist? Ein Scheiß. Keeper. Dungeon Keeper. Das ist lächerlich. Die Volus werden dem Rat ewig nicht beitreten. Da bin ich mir nicht so sicher. Die Menschen machen mächtig Druck. Ich wette, die Volus werden sich direkt auf die Fersen heften. 30 Credits kriege ich. 30. Zum Beispiel latscht er durch überall und alles durch. Ich kriege 30 Credits. Das ist quasi so wie 30 Cent. Umgerechnet in den Beträgen, mit denen wir halt hantieren. Jo. Gut, dann... Weißt du was, jetzt rüste ich mich nochmal kurz ein bisschen schöner aus. Weil wir haben hier mittlerweile einen Haufen Zeug. Ja, und dann... Was leichter Mensch-Explorer? Gladiator? Na, wir haben eh schon das Beste. Hab ich gesehen, an haben wir mal das Beste. Granaten, Interface haben wir Kans. Was haben wir denn? Reaper? 82, also dasselbe nochmal, oder ein Hammer? Na, was haben wir da was dafür? Nee, dafür? Eine Reife? Blast, plus 10 Waffenwirkung. Pistolen haben wir, das Striker, zack, zack, irgendwas Schöneres. Kessler. Stinger 2 ist unsere zurzeit und die ist ja die beste, die es ausschaut. Kampfsensor 1, haben wir eh schon. Radioaktiv? Oder ein Reißer. Gegen organische Ziele ist es, finde ich, auch schöner. Storm 1.
ich mit da. Die nehme ich. Ja. Da haben wir zwar nichts dafür, aber da. Panzerbrechend, radioaktiv. Panzerbrechend. Ein Lanzer haben wir eh leider. Der liebe Kaidan. Mag schon andere haben. 115, 128. Nimm steh. Da haben wir nichts. Und da kriegst du radioaktives Upgrade. Pistolen. Kriegst die Strike. Okay. Und da habe ich jetzt nichts mehr passt. Zurück. 102. Aber er schießt eh nicht mit. Zack, zack, zack. Panzerung. Ja. Schaut doch besser aus vom Schadensschutz. Aber nein, er ist eher so ein Biotiker. Okay, die Williams. Was möchtest du haben? Gladiator 2. 1463-0. Na, du hast eh schon was Gutes. Reaper. Na. Striker William. Nö. Mach der mal zum Universalgeld. Und den machen wir einmal zum Universalgeld. Andere Ding. 15. Nimm's. Passt. Aufwand. Gut, dann speichere ich jetzt und dann lasse ich es jetzt. Dann lasse ich es jetzt diesmal wirklich. Spiel speichern. Immer noch am selben Tag von der letzten Aufnahme. Passt. Na dann. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.